wenn es jetzt darum gegangen ist, spielerische Formen, Games im Unterricht einzusetzen und zu verwenden, dann sehen Sie jetzt bei mir etwas eigentlich ganz anderes. Sie sehen einen Versuch oder ein Beispiel dafür, wie man möglicherweise E-Learning an einem bestimmten Thema, an einem bestimmten ausgewählten Thema im Unterricht der Sekundarstufe 1, ich komme aus einer neuen Mittelschule neuerdings eben, wie man solche Themen auch möglicherweise E-Learning-mäßig aufbereiten kann. Und dieses Projekt ist dann letztendlich auch im IMST, in der IMST-Unterstützung gelaufen ist, möchte ich Ihnen kurz zeigen. Zwei, drei Sätze dazu, was IMST ist. Das wird Ihnen möglicherweise sicher auch bekannt sein. IMST ist ein Unterstützungssystem, wo du als Lehrer hingehen kannst, möglicherweise nur mit einer Projektidee, wo du diese Projektidee deklarierst. Und wenn du ausgewählt wirst, dann erfährst du Unterstützung durch Wissenschaftler, aber auch Unterstützung im finanziellen Bereich. In meinem Fall war das so, ich bin eigentlich zu IMST in Kontakt gekommen, da habe ich schon viel mehr in meinem Projekt gearbeitet gehabt, das heißt, es war schon viel mehr vorliegend als nur die Projektidee. Ja, ich habe ein Lehrerteam gehabt in der Schule, wo wir zu viert an diesem Projekt gearbeitet haben und per Kontakt war das eigentlich schon sehr weit vorgedrungen. Und die Leistung, die ich dann letztendlich von IMST profitiert habe, werde ich an bestimmter Stelle dann nur ganz kurz anmerken. IMST unterstützt verschiedene Themen. Es gibt diese sogenannten MINT-Unterrichtsfachgegenstände, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Deutsch, Technik. Und wenn jetzt ein Projekt vorliegt, das sich irgendwo in diesen Unterrichtsfächern finden kann, dann wird so ein Projekt möglicherweise unterstützt. IMST kümmert sich auch noch darum, dass es eine Vernetzung solcher Projekte geben soll. Und hier wird ein Netzwerk stetig aufgebaut, um eben solche Projekte zu unterstützen. Ich bin damals 2012 dafür ausgewählt worden und habe dann letztendlich mit diesem Projekt dann 2013 diesen IMST Award erhalten. Worum ist es gegangen bei dem Projekt? Ich habe mir die Frage gestellt, wie könnte man eine herkömmliche Vorbereitung zu einer Wien-Woche, Wien-Woche-Besuch ist ja in ganz, ganz vielen Schulen an der Tagesordnung, meistens in der dritten oder vierten Klasse oder siebten, achten Schulstufe. Bei uns ist es ebenso. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich die Erfahrungen, die im herkömmlichen Bereich immer in der Vorbereitung schon da waren, wie könnte das mit E-Learning-Inhalten möglicherweise sogar dann hin zu E-Content-Bildung abgebildet werden. Bei uns war es immer so, dass wir eine gemischte Wien-Woche hatten, das heißt, wir sind drei, vier Tage natürlich zu Wien-Besuchen in Wien gewesen, aber wir waren stationiert vom Quartier her in Burgenland und haben meistens dann einen oder eineinhalb Tage auch noch in Burgenland verwendet. Wir sind mit Bus unterwegs gewesen und wir haben uns diese Wien-Woche immer selbst organisiert. Das heißt, diese Wien-Aktion, die haben wir grundsätzlich in unserer Schule nicht verwendet. Und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, und bei dieser Form der Wien-Woche war es immer so, verzeihen Sie, wenn ich das so ausdrücke, ich meine es nicht bösartig, aber wenn wir mit den Kindern durch Wien gegangen sind und da die Führungen uns selber gemacht haben, dann war das meistens so, dass der erste Lehrer vorn gegangen ist, das war so der erste Schafhirte mit Fahnerl, dann ist eine sehr nette Schafherde gekommen, so in Form einer Spaßgesellschaft. Und hinten ist der zweite Lehrer gegangen und der hat noch trimmert. Das Ganze war meistens auf 200 bis 300 Meter auseinander. Mit dieser Form der Wien-Führung war ich im Prinzip nicht mehr sehr zufrieden. Und ich habe den Kollegen den Vorschlag gemacht, wisst ihr was, fahren wir nicht mit dem Bus, fahren wir nur mit Öffis, was ja viele Schulen eh schon tun, machen wir diese Wien-Woche wirklich auch selber. Aber versuchen wir schon in der Vorbereitung, das Thema so spannend für die Schüler aufzubereiten, dass diese Schafhirten möglicherweise wegfallen und dass die Schüler sehr selbstständig, sehr eigenverantwortlich
durch diese Stadt gehen, durch eine Stadt noch dazu, die für unsere Schüler, ich komme aus einer Mühlviertler Schule, für unsere Schüler komplett unbekannt ist. Wenn Schüler von uns nach Wien kommen, dann sind sie meistens an der Hand der Eltern und gehen so durch die Stadt. Also das sind die Vorausgaben gewesen und ich habe mir gedacht, könnte das nicht anders aufbereitet werden durch eine entsprechende Vorbereitung. Das war unser Programm. Das Programm selber ist jetzt für diese Vorführung nicht wirklich interessant. Die grünen Felder, wir kaufen natürlich auch Führungen zu. Das heißt, wir können nicht alles natürlich selbst führen. Wir kaufen Führungen im ORF, im Stephansdom, am Flughafen und. Solche Dinge kaufen wir zu. Das sind dann zentrale Führungen. Und alles, was weiß rundherum ist, versuchen wir halt in eigenständigen Führungen zu machen. Das Zentrum, wenn ich sage, ich gehe davon aus, dass wir von bereits bekannten herkömmlichen Formen hin möchten zu E-Learning-Inhalten und E-Learning-Content, dann ist das Zentrum eine herkömmliche Form, wo wir schon gute Erfahrungen gemacht haben. Und das ist natürlich so eine Recherche. Das ist gang und gäbe, dass man Schülern im Vorfeld irgendwelche Sehenswürdigkeiten gibt und jedem Schüler eine von diesen Sehenswürdigkeiten ausarbeiten lässt in einer Internetrecherche. Das haben wir auch getan, das liegt vor. In dem Bereich haben wir relativ viel Erfahrung schon gehabt und ich zeige Ihnen dann gleich, wie das dann vonstatten geht. Und rund um dieses Thema habe ich dann eben versucht, in einem gewissen E-Learning-Unterricht manch andere Dinge noch zu etablieren. Und zwar, wir haben diese Recherchen, die wir hier gehabt haben, versucht in Audio-Guides umzuwandeln. Oder ich habe als Lehrer einen gewissen Webauftritt deklariert, wo man Schüler sehr stark konzentrieren konnte, wo die Schüler nicht unbedingt in einer Suchmaschine sein mussten, sondern ich habe dort verschiedene Links zusammengezogen, um diese Unterrichtsarbeit, um diese Recherchearbeit viel effizienter machen zu können. Wir haben uns natürlich auch um das Thema Safer Internet gekümmert, all dort, wo es um Lizenzierung geht, all dort, wo es um Handyarbeit geht, diese Dinge haben wir in der Arbeit mit hereingenommen. Wir haben dann, wie wir in Wien waren, natürlich auch gepostet, wir haben so einen Art Blog beschrieben. Wenn ich erzähle, dass wir versucht haben, schon im Mühlviertel zu versuchen, ob man die Stadt nicht wirklich gut kennenlernen kann, in einer Stadt, wo man noch nie war, das haben wir versucht und wir haben mit dem Programm Excel Learning verschiedene Routen definiert und haben dann geglaubt, ja, und wir werden drauf kommen, ob es funktioniert hat, wir haben dann geglaubt, man kann Schüler so weit bringen, dass durch diese Arbeit, durch dieses Gestalten von E-Content letztendlich sich die Kinder so weit mit der Materie auseinandersetzen, dass sie dann auch befähigt sind, in Wien halt entsprechendes zu führen. Ich selber beschäftige mich manches Mal auch mit Geocaching und es hat so eine kleine Innenstadtrunde geführt und da sind ja massenweise auf geocaching.com solche Caches schon. Wir haben dieses Feld ein bisschen hereingenommen und haben zwei von diesen Caches auch während dieser Runde ausgegraben. Und wenn ich zuerst erzählt habe, IMST hat mir bei diesem Projekt geholfen, dann war es die Leistung, die ich von IMST erfahren habe, dass ich, wie wir das Projekt gemacht haben, sehr, sehr viel in meinem Kopf gehabt habe. Ich habe immer gewusst, das steht jetzt an mit meinen Lehrern zusammen, das müssen wir jetzt angehen, dieses und jenes dürfen wir nicht vergessen. Und all diese Tätigkeiten, die wir hier gemacht haben, waren wirklich so ein großer Haufen von Dingen, die man heute halt in der Vorbereitung tut. Und per IMST habe ich dann diese vielen Tätigkeiten modular sozusagen herausgezogen. Und wenn jemand Spaß daran findet, manches von dem, was ich Ihnen gleich vorstellen werde, auch umzusetzen, dann sind es jetzt mittlerweile einzelne Module. Man muss nicht das ganze Konstrukt machen, sondern man könnte sich eins oder zwei davon herausnehmen und sagen, okay, netter Gedanke, das könnte man möglicherweise nachvollziehen. Die üblichen Verdächtigen an Fächern sind dabei Informatik, Deutsch, Geschichte, Geografie, bildnerisches Erziehen, wieso es? Wir haben dem Ganzen natürlich schon einen entsprechenden zeitlichen Rahmen gegeben. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir von Jänner bis Mai nur mehr diese Dinge unterrichtet haben, natürlich nicht. Aber so sukzessive in den verschiedenen Fächern sind dann jeweils Tätigkeiten immer dazugestoßen und wir haben halt mehr und mehr unsere
unsere Vorbereitung da aufgebaut. Der Mai selber ist weggefallen, weil wir Anfang Mai eben auf diese Projektwoche dann gefahren sind. So, zu den einzelnen Modulen. Wir haben uns lehrerseitig über ein Mindmapping-Tool organisiert. In diesem Tool selbst haben, auch wenn man es jetzt nicht lesen kann, das ist nicht tragisch, in diesem Tool selbst haben wir uns organisiert. Wir haben hineingeschrieben, welche Web 2.0-Tools wir verwenden, wie die Broschüre dann genau gestaltet wird. Wir haben hineingeschrieben, welches Fach für welchen Content, für welche Zuarbeit hier zuständig ist. Wir haben einen gewissen Zeitplan drinnen gehabt und wir haben uns über die Handys, über das Bilden des Handy-Contents dann auch grundsätzlich Gedanken gemacht. Das war lehrerseitig unsere Verbindung, wobei ich dazu sagen möchte, dass natürlich das Pausengespräch allemal so viel bringt, als eben das aufzuschreiben, aber hier ist es in schriftlicher Form grundsätzlich vorgelegen. Schülerseitig, wir arbeiten in unserer Schule schon sehr lange mit einer Lernplattform, wir in Oberösterreich arbeiten mit Moodle. Und schülerseitig war das Ganze dann in einem Moodle-Kurs organisiert und die Kinder haben in diesem Kurs konzentriert sehr, sehr viele Dinge vorgefunden, die eben mit dieser Arbeit in Verbindung gestanden sind. Und der erste Zugang in solchen Einheiten war immer der Einstieg in diese Moodle, in diesen Kurs grundsätzlich, wo halt dann verschiedene Arbeitsaufträge weitergegangen sind. Ich habe es erwähnt, das Zentrale grundsätzlich, von dem diese Arbeit dann wirklich ausgegangen ist, ist eben diese Broschüre. Wir haben viele Jahre an diesen Broschüren schon gearbeitet und haben sie meiner Meinung nach schon zu einer gewissen Qualität gebracht. Und solche Broschüren haben dann eben so ausgeschaut, wir haben sie dann in gebundener Form den Schülern zur Verfügung gestellt und in diesen Broschüren hat dann jeder Schüler seinen Beitrag geleistet, vorneweg natürlich immer irgendwelche Lehrerseiten, auch das Programm, Klassenfoto und das wären dann so Doppelseiten, die jeweils von einem Schüler produziert worden sind und wir haben uns, wenn Sie schauen, auch Gedanken darüber gemacht, wie können mehrere Schüler an einer Broschüre, die letztendlich dann ein gebundenes Werk werden soll, welche Vorbereitungsmaßnahmen muss man treffen, dass möglicherweise eine Kopfzeile ähnlich ausschaut, dass die Überschriften, die Arbeit mit den Bildern oder auch mit den Unterpunkten, dass das ähnlich ausschaut oder hier in der Fußzeile, dass eine gewisse Seitennummerierung mit weitergeht und hier haben sich da unten natürlich dann die Schüler auch verewigen dürfen und haben sagen können, das ist meine Seite, die habe ich gestaltet. Hier spielt natürlich auch herein, wir reden von einer Regelklasse. Regelklasse meine ich hier Leistungsheterogenität und die spielt sich natürlich dann auch bei solchen Seiten wieder. Das heißt, du musst aufpassen, dass auch schwächere Schüler, die in der Internetrecherche nicht so aktiv sind wie die besseren, die auch in gewissen Textverarbeitungsfunktionen nicht so fit sind, dass man denen auch Vorgaben gibt, sodass sie auch entsprechende Seiten dann gestalten können. Mittlerweile ist es so, dass solch gebundene Seiten ja über Internetdruckereien ausgedruckt werden. Die ist dann letztendlich in Bremen gedruckt worden, hat 64 Seiten in Farbe und hat vor 2 Jahren 9 Euro gekostet und würde jetzt 5 Euro kosten in etwa. Also ich glaube, dass dieses Werk hier schon den Preis rechtfertigt und die Kinder sind sehr, sehr stolz. Wir haben sogar diese Dinge mitgehabt in Wien, weil wir da hinten ein Tagebuch auch mitschreiben haben lassen. Und da könnte man dann meinen, naja, das fetzen sie irgendwo in die Schultaschen oder in den Koffer irgendwo hinein und das kommt dann total zerknittert zurück. Dem war nicht so. Die waren wirklich, wirklich erpicht darauf, dass das Werk dann entsprechend auch mit diesen Einträgen dann da hinten in entsprechender Form wieder zurückkommt. So, das war das Grüne von dieser modularen Form und dann habe ich mir gedacht, na, was könnte man aus diesem Bereich denn noch an Mehrwert herausziehen? Und ich habe die Idee gehabt, wir könnten, das war dann noch die Seite, die ich als Lehrer geschrieben habe, die möchte ich auch ganz kurz zeigen. Das geht wieder in die Richtung, wo du
Schüler mit Leistungsheterogenität irgendwo einen Auftrag gibst, und das ist eine Mashup-Seite, Protopage heißt die, diese Mashup-Seite, und die gewährt dir eines: Du kannst Webinhalte, die irgendwo schon im Internet sind, auf deine Seite zusammenziehen. Das sind letztendlich nur Links, und mit diesen Links, die vorgefiltert waren von mir, habe ich erreichen können, dass wir die Schüler sehr stark schon mit Links versorgen, die halt aufs richtige Feld hinziehen. Ja? Das heißt, es war nicht verboten, dass gute Schüler ohne weiteres einmal Suchmaschine verwenden, überhaupt kein Problem, ja. Aber die schwächeren Schüler haben hier ihr Zentrum gehabt, und die haben genau gewusst, wenn sie einen von diesen Links da anwählen, dann sind sie sicher auf Seiten, wo sie auch entsprechenden Inhalt und Content, der halt zu Wien passt, erfinden. Wir haben uns dort rechts zum Beispiel, habe ich auch schon vordefinieren können und habe mit den Schülern gesprochen, lizenzfreie Bilder. Ja? Das heißt, ich habe dort natürlich Server angewählt, die uns lizenzfreie Bilder gewährt haben, und habe mit den Kindern darüber gesprochen, dass es halt auch wichtig ist, solche Dinge zu bedenken. Safer Internet habe ich erwähnt. So, und dann ist es darum gegangen, und jetzt beginnt vielleicht so die spannende Geschichte an dem, wir haben eine Recherche gemacht, die haben wir in Papierform vor uns. Könnte man die nicht über die Sprache auch digitalisieren? Und jedes Kind hat dann den Auftrag bekommen, mit dieser Vocaro-Seite, www.vocaro.com, die hier cool zu bearbeiten ist, die eigene Seite einzugeben, mit der Folge, mit dem Folgegedanken, dass wir dann 20, oder in meinem Fall, bei meiner Klasse waren es 23 Schüler, dass wir 23 Audio-Guides gehabt haben. Diese Audio-Guides haben uns dann auf die Handys gegeben und sind wie Mühviertler Japaner durch Wien gelaufen und haben praktisch auf den eigenen Handys den eigenen Audio-Guide, der von unserer Klasse gekommen ist, ja, gehabt, sind vor der Sehenswürdigkeit gestanden und haben uns halt den Stephansdom gerade angeschaut, und der Schüler X von unserer Klasse hat uns halt Informationen von diesem Bauwerk gegeben. Das hat dann so sich angehört, okay. Ich heiße Sarah und ich erzähle dir jetzt etwas über das Parlament. Das Parlamentsgebäude in Wien ist nicht nur der Sitz der österreichischen Bundesgesetzgebung, sondern auch ein Beispiel der sogenannten Wienstraßenarchitektur des 19. Jahrhunderts. Theodor Hansen entwarf dieses Gebäude. Am 2. September 1874 wurde der erste Ziegelstein für das Parlament gelegt. Und am 4. Und so weiter und so fort. Wir haben dann diese, wenn ich es jetzt treffe, wenn ich es nicht treffe, ist es auch nicht so tragisch, wurscht, wir haben diese Audio-Guides, die dann letztendlich 3 Minuten gedauert haben, hinten nach mit 3 Fragen abgeschlossen. Das heißt, wir haben versucht, dieses auch zu individualisieren, und haben hinten noch dann geschrieben: Du, ich habe da jetzt gerade in dem Bericht erzählt von dem und dem, weißt du noch, wie viele Zimmer gibt es dort, oder weißt du diesen und jenen Sachverhalt noch? Wir Lehrer lernen auch dazu, wenn man 2 DIN A4-Seiten in der Form digitalisiert, dauert es ungefähr 7 bis 8 Minuten. Niemand horcht sich 7 bis 8 Minuten vor einem Bauwerk irgendwas an, noch dazu, wenn es Kinder sind. Und jetzt sind wir Lehrer hergegangen und haben gesagt, das müssen wir noch einmal exzerbieren, dieses Exzerpt da müssen wir noch einmal exzerbieren. Und wir haben es dann auf eine Dreiviertelseite, das ist im Deutschunterricht passiert, wir haben es dann noch einmal auf eine Dreiviertelseite gekürzt, und dann sind circa 3 Minuten herausgekommen, und diese 3 Minuten haben uns dann eben angehört, und es hat dann so in etwa ausgeschaut. Wir sind dann so in der Stadt drinnen gewesen, ja, und haben praktisch unseren Ohrstöpsel des eigenen Audioguides im Ohr gehabt und haben auf das Bauwerk dorthin geschaut und haben halt uns manche Dinge da angehört. Ich gebe gerne zu, dass am Freitag die Euphorie von diesem eigenen Audioguide nicht mehr so sehr groß war wie am Montag und am Dienstag. Ja, ist definitiv so. Aber eines darf ich auch dazu erzählen.
Ich habe die 23 Audio-Guides genommen und habe zwei Schüler drinnen gehabt, die ein iPhone gehabt haben. Ich selber habe damals noch kein iPhone gehabt, keine Erfahrung. Habe ich zu den zwei Schülern gesagt, ihr zwei nehmt euch die 23 MP3s mit einem Stick und morgen kommt es daher und sagt mir bitte, dass ihr es schon drauf habt zum iPhone. Ja? Die sind heimgegangen, nächsten Tag sind sie in die Schule gekommen, so ein Grinsen haben sie aufgesetzt gehabt, haben gesagt, Lehrer, alles Palette, wir haben es schon drauf. Und wir haben sie alle 23 schon angekocht. Also was wir selber wieder irgendwie imponiert haben, Burschen, 13-Jährige, die nur cool sind, ja, haben sie die 23 MP3s zu Hause dann auch gleich angekocht. Entschuldigung, haben Sie Kinder das selber, dass dann, was Sie recherchiert haben, mit eigenen Worten verfassen müssen oder haben Sie es rauskopieren? Wir haben diese Recherche, die ja praktisch von dieser Broschüre schon gekommen ist, fertig gehabt. Dann haben wir natürlich in Begleitung des Deutschlehrers das in entsprechende Formen gebracht und haben es dann nochmal exzerpiert, wie ich gerade erzählt habe, und dann haben sie das vom Blatt weg eingelesen. Und ein Nebensatz noch dazu, ob guter Schüler oder schwacher Schüler, die waren so erpicht drauf, dass da nicht ein Stotterer drauf war, nicht einmal ein Verlesen, und haben gesagt, Herr Lehrer, darf ich das ein zweites und ein drittes Mal noch einlesen, weil ich möchte das auch wirklich in einer entsprechend qualitativen Form dann auf den Handys haben. So, das war die Sache mit diesen Audio-Guides. Und dann... So. Und dann war noch der Gedanke, na gut, wäre es denn möglich, Schüler im fernen Mühlviertel schon so mit der Sache zu konfrontieren und möglicherweise qualitativ zu unterrichten, dass solche Schüler, die noch nie in Wien waren oder halt noch nie diese Straßen wirklich wahrgenommen haben, als City Guides auszubilden. Das war dann die nächste Herausforderung, über die wir uns gestürzt haben. Und wir haben das versucht mit dem Tool Excel Learning zu tun, haben die Klasse, ich habe es gerade ein paar Mal erwähnt, 23 Schüler waren bei mir drinnen, die haben wir ungefähr geviertelt. Das heißt, jedes oder gefünftelt in dem Fall, jedes Fünftel hat immer einen Tag vorzubereiten gehabt, schon zu Hause. Die vier Schüler, die wir da sehen, die haben den Montag gehabt. Andere Schüler den Dienstag, andere Schüler den Mittwoch. Vorneweg dann auch darf ich sagen, wie wir das dann organisiert haben, wie wir durch die Straßen gegangen sind. Ein Fünftel oder ein Viertel waren immer diese Audio-Guides. Dann haben wir ein Viertel, Fünftel gehabt, das waren die Presseleute, weil die Presseleute haben uns die Fotos schießen müssen und die Notizen machen müssen, weil ich gerade zuerst erwähnt habe, wir haben auch gepostet nach Hause. Die Eltern sind vor der Kiste gesessen und haben sich jeden Tag angeschaut, was haben wir erlebt in Wien. Wir haben ein Posting gemacht. Also ein Viertel, Fünftel waren diese Presseleute. Ja, und der Rest der Klasse, das waren die Touristen. Die intensive Auseinandersetzung eben mit dieser Materie haben wir versucht, über dieses Tool Excel Learning abzudienen und abzuarbeiten. Okay. So, und diese Routen haben dann pro Gruppe ähnlich ausgeschaut. Da hat sich die Gruppe vorstellen dürfen. Jede Gruppe hat dann einen Teil, nämlich einen Tagesteil von unserem Gesamtplan gehabt. Und jetzt hat die Arbeit begonnen, sich sehr intensiv eben mit den Transportmöglichkeiten auseinanderzusetzen, mit den Wegen auseinanderzusetzen, die wir da an diesem Tag zu gehen hatten. Und wenn es die Montaggruppe war, dann war die Montaggruppe damit konfrontiert, welchen Zug müssen wir nehmen von Freistadt nach Linz, welche Umsteigmöglichkeit haben wir in Linz, wann kommen wir wo in Wien genau an, wie finden wir den Weg dann in unser Quartier. Das war dann Recherchearbeit in dieser Vorbereitung auf den Tag gemünzt. Die Gruppe hat sich auseinandergesetzt mit dem Quartier, wo wir stationiert waren, hat da sogar einen Film hineingegeben. Wir haben uns auch immer ein bisschen darum gekümmert, dass wir mit Quellen, mit Internetquellen halbwegs vernünftig umgehen. War dann ein Nachmittagsprogramm an diesem Tag und so weiter. Und eins sage ich vielleicht noch,
So haben dann Informationsseiten ausgeschaut. Das heißt, wir haben uns auch mit Bild, mit Informationen auseinandergesetzt. Wir haben versucht, das in eine vernünftige Struktur zu bringen. Und der Abschluss von so einer intensiven Auseinandersetzung mit diesem Exe-Learning-Tool war dann, dass die Kinder ihren Tag so dahingehend Fragen an andere Gruppen durchforsten, und sie haben so ein kleines Quiz-Tool dann hinten noch dazu gemacht. Naja, und dann waren wir in Wien. Und wir Lehrer haben sich dann gedacht, na, kann das funktionieren? Kann das funktionieren, dass wir nicht vorne den Lehrer mit dem Pfarrl haben und hinten den anderen, der nachtreibt? Und das hat so lässig funktioniert. Das heißt, die haben die Aufgabe wirklich derartig übernommen, dass die Gruppe kompakt durch die Straßen gegangen sind. Und wir Lehrer haben am Montagnachmittag oder spätestens am Dienstag wirklich gewusst, dass wir hinten gehen haben dürfen und die Gruppe wirklich beobachtet haben, wo gehen sie hin. Wir haben natürlich das Programm gewusst, wir haben immer gewusst, ui, jetzt geht es in eine andere Richtung oder auch nicht, ja, keine Frage. Und es ist hier wirklich zu einem sehr selbstverantwortlichen Tun der Kids gekommen. Einen kleinen Videobeitrag möchte ich Ihnen dazu kurz zeigen. Es hat ganz oft solche Situationen gegeben, wo eben diese City Guides die Karte rausgenommen haben, weil sie sich nicht ganz sicher waren, in welche Richtung geht es jetzt, wo müssen wir hin, wo sind wir. Und sie haben selbstständig diese Arbeiten übernommen und haben da recherchiert. Wir haben immer ein bisschen das Ohr angelegt, was ist jetzt, wo sind sie richtig unterwegs, und haben aber grundsätzlich nicht geholfen. Und die nächste Szene, die wir gleich sehen, das war die Szene, da sind wir vor dem Technischen Museum gewesen, Schönbrunn Technisches Museum mittens drinnen. Da geht die Straßenbahn weg und der letzte Punkt von dem Tag war der Prater. Der letzte Punkt von diesem Tag war der Prater. Das war 5 Uhr am Abend. Und die haben da groß diskutiert, müssen wir jetzt die Einstiegsstelle der Straßenbahn nehmen oder die. Die eine fährt dort raus und die andere fährt dort raus. Und wir Lehrer haben schon gesagt, komplett wurscht, wenn wir da jetzt verkehrt einsteigen, ist es eh egal, weil Prater ist eh ein offenes Zeitfenster grundsätzlich. Und wir haben geschmunzelt, wenn wir da falsch eingestiegen werden. Ja? Aber die Kinder haben sich so weit dann in der Diskussion geeinigt, dass wir letztendlich um, weiß ich nicht, 16:45 oder 17:30 am Prater gelandet sind. Und solche Szenen haben sie dann sehr, sehr oft während dieser Woche gezeigt. Wir haben die Kinder haben ihre Papierunterlagen natürlich ständig dabei gehabt. Wir haben unsere Audio-Guides auch entsprechend ausgezeichnet. Also die waren sehr stolz, dass sie dieses Prädikat da immer an diesem Tag tragen durften. Naja, und dann ein kurzes Resümee dieser Form des Unterrichtes. Die Vorbereitungszeit war grundsätzlich hoch motiviert mit den Kids. Natürlich haben wir dann auch irgendwann einmal gespürt, mit einer Vielzahl an Unterrichtsstunden, die in diesem Themenfeld sind, vergeht auch eine gewisse Motivation. Das heißt, man muss auch aufpassen, dass man so ein Thema nicht überstrapaziert. Die Intensität, die war natürlich absolut da. Großen Spaß haben es gehabt, die Kids, wie sie sich da am eigenen Handy gehört haben. Ja? Und eines, das war etwas, was uns Lehrer total überrascht hat, mit dem haben wir überhaupt nicht gerechnet. Es hat in diesem Konstrukt, wie die Kinder da durch Wien gegangen sind, wie die Klassengruppe durch Wien gegangen ist, hat es auch ein soziales Gefüge sich ergeben. Ein sozialer Prozess hat auf einmal stattgefunden. Es war nicht so, dass die Touristen sich überhaupt nicht geschert haben, was die Guides da vorne gesagt haben. Überhaupt nicht, ja? Sondern die Gruppe war immer beieinander und sogar bei Spitzenzeiten, dort wo es in der U-Bahn die Stoßzeiten gibt, wo du dich nicht mehr siehst mit 25 Personen, ja? War es sogar so, dass irgendeiner geschrien hat, hey, bei der nächsten aussteigen,
Und alle sind dann auch wirklich draußen gestanden. Und wir Lehrer haben gar nicht mehr alle Schüler in diesem Zeitfenster von dieser Raschauer natürlich nicht mehr gesehen, aber es sind alle draußen gewesen. Und das ist auch eine gewisse soziale Komponente, wo die Schlitzohren, ja, die es ja in jeder Klasse drinnen gibt, die sich sagen, mir wurscht, was die da treiben, ja, sogar die haben versucht, da wirklich diese Gruppendynamik nicht zu stören und eher haben es dafür gesorgt, dass das entsprechend von sich gehen kann. Okay, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.